Willkommen Leute zu einem weiteren Abo-Special und zwar dieses Mal zu den 30.000 Abos. Und was soll ich sagen, Freunde? Wir spielen heute Gold durch, nur mit einem Raupi. Zumindest wollte ich es probieren. Ihr wisst Bescheid, Freunde, Raupi ist jetzt nicht gerade das beste Pokémon, aber hey, seht mal her. Raupi ist ein reines Käfer-Pokémon mit einer Basiswertsumme von 195. Das ist wirklich furchtbar. Es gehört damit zu den schwächsten Pokémon von den Werten her, die es jemals gab. Das ist unglaublich. Und es hat wirklich keinen einzigen guten Wert und hält einfach nichts aus. Zudem hat es drei Schwächen gegen Feuer, Flug und Gestein. Und die einzigen Attacken, die Raupi jemals lernen kann, sind Tackle und Fadenschuss. Ich mache hier keine Scherze. Ich habe einfach gar nichts an Angriffen. Ich kann gefühlt in allen Kämpfen nur A drücken und das Beste hoffen. Aber hey Freunde, ich quäle mich gerne für euch dadurch. Ihr wisst Bescheid, Freunde, das hier sind meine Regeln und die sind ja immer so bei meinen One-Pokémon-Challenges, von daher nichts wirklich Besonderes, aber gerade halt durch Raupi werden diese Regeln hier nochmal deutlich härter, weil dass ich beispielsweise keine Items einsetzen darf, ist ein bisschen bitter. Dass ich hiermit logischerweise nicht unbedingt Trainer Rot besiegen werde, ist, denke ich, jedem klar, aber ihr könnt ja mal in den Kommentaren raten, wie weit ich komme und ich denke, wir starten jetzt mal. Denkt aber auch bitte an meinen Twitch-Kanal, wo ich ja mittlerweile regelmäßig livestreame, auch sehr viel Pokémon, von daher schaut da gerne vorbei. Und denkt auch bitte daran halt, diesen Kanal hier zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich habe nach wie vor einige Leute, die diesen Kanal jetzt zwar schauen, aber leider noch nicht Abonnent sind. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn das noch weniger werden würden. Und bei 35.000 Abos kommt dann auch mal wieder das nächste Special. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem heutigen. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, nochmal riesiges Dankeschön für die 30.000 Abos. Und wir schauen jetzt mal, wie es mir ergangen ist. Und wir starten natürlich auch heute mal wieder mit der Wahl meines Starters. Und ich habe mich entschieden, hier meinem Rivalen einfach einen Feuerriegel zu geben, damit er halt ein Feuer-Pokémon hat, was mich sehr effektiv angreifen kann. Und das ist die schwierigste Wahl, die ich hier mit Abstand treffen kann. Und ich habe mein Pokémon dieses Mal Viola genannt. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter dem oben angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Bevor ich jetzt aber angetreten bin gegen meinen Rivalen, habe ich zunächst mal ein wenig leveln müssen. Ich denke, es ist klar, dass ich nicht gewinnen kann, nur mit einem Raupi gegen einen Feuerriegel, wenn beide auf Level 5 sind. Also, das ist einfach ein unfaires Matchup und deswegen bin ich hier hochgegangen auf Level 10 und wollte es dann versuchen. Und ich war sehr gespannt tatsächlich, wie viel Schaden ich machen würde, weil ich wusste, dass die Basiswerte von Raupi unfassbar scheiße sind. Aber okay, ich bin jetzt ziemlich überlevelt, also ich habe eine Chance gesehen, hier gewinnen zu können. Und es war tatsächlich sehr viel einfacher als erwartet. Und das ist ein gutes Zeichen. Ich muss scheinbar nicht so krass überlevelt sein, um zumindest ansatzweise nennenswerten Schaden zu machen. Klar, ein etwas besseres Pokémon hätte hier auf Level 10 das Feuerriegel absolut zerstören können, also noch mehr als es Raupi getan hat, aber es ist immerhin schon mal eine Erleichterung, dass Raupi ein bisschen was vorzuweisen hat scheinbar. Meinen Rivalen habe ich dann aber liebevoll Plepp genannt, weil ganz ehrlich, Freunde, wer nicht mal gegen den Raupi gewinnen kann mit einem Feuer-Pokémon, hat auch nichts anderes verdient. Dass ich aber auf Level 10 keine Chance habe gegen die Flugarena, ist denke ich eben klar, oder? Und deswegen habe ich hier hochgelevelt, unter anderem halt im Knofensaturm bis auf Level 15 und wollte es mal ausprobieren, auch wenn ich Schwächeflug habe. Aber so konnte ich zumindest mal Falk erreichen, das war vorher auf Level 10 tatsächlich nicht mal möglich. Und das Schöne an Falk ist, er hat nur zwei Pokémon und zwar einen Taubsi und einen Tauboga und die sind beide unter Level 10. Das ist schon sehr erstaunlich, also für den ersten Arenaleiter ist Falk wirklich schwach. Aber ich habe halt wirklich nur dieses eine Raupi und so ein Windstoß von Tauboga tut schon richtig, richtig weh. Es ist zwar traurig, aber ich muss weiter leveln und das ist kein gutes Zeichen für den Run, also vielleicht habe ich Raupi im Kampf gegen Feuerriegel ein wenig überschätzt. Als ich dann aber auf Level 20 war, sah dieser Kampf hier schon ganz anders aus, weil ich ja plötzlich einfach massiven Schaden gemacht und konnte das Taubsi sehr schnell besiegen und selbst das Tauboga war nicht mehr so gefährlich. Und so ein Windstoß von Tauboga hat auch nicht mehr so sehr weh getan. Ich habe Falk hier recht souverän besiegen können auf diesem Level, aber wie gesagt, Leute, auf Level 15 wäre das Ganze recht utopisch gewesen. Nach der Arena kommt jetzt aber der Einheitstunnel und da gibt es wie immer einen Pflichtwanderer mit drei Kleinsteins. Und der ist für Raupi einfach in keinster Weise ein angenehmes Matchup. Und hier kann man mal wirklich sehen, wie schwach Raupi eigentlich ist. Ich bin 16 Level über seinem schwächsten Kleinstein und brauche hier trotzdem drei Hits einfach, um das zu besiegen. Das ist wirklich einfach nur lächerlich. Ja, es resistiert, aber komm schon, mein Level ist 5-mal höher. Wie auch immer, ich konnte diesen Trainer hier besiegen, aber es hat eine Ewigkeit gedauert. Und das zeigt einfach, dass ich hier, wenn der Gegner resistieren sollte, am besten lieber auf Verzweifler wechseln sollte, was halt typenlos ist.
Es wäre hier besser gewesen vermutlich und das Ganze hätte sich weniger gezogen. Das war auf jeden Fall eine Lektion, die ich bei diesem Kampf hier unwidersprüchlich gelernt habe. Was ich euch jetzt aber sage, ist wirklich einfach nur lächerlich, oder? Team Rocket ist mal wieder kein Problem. Ganz im Ernst, wie schlecht soll ich mein Team machen, dass Team Rocket in der zweiten Generation eine Herausforderung wird? Ich trete hier an, nur mit einem Raupi und diesen nach wie vor die letzten Lappen. Das ist einfach nur absurd, Game Freak. Warum zur Hölle wurden die hier so schlecht gemacht, wirklich? Die haben ja nicht mehr Giovanni, also die haben wirklich gar nichts vorzuweisen. Und diese random Rüpel oder selbst die Vorstände von Team Rocket können Raupi nichts entgegensetzen, das ist der Wahnsinn. Da ist Kai durchaus deutlich, deutlich schlimmer. Weil das ist der Käfer-Arena-Leiter und der hat drei Pokémon, die gut gelevelt sind und ganz wichtig, er hat ein Sichlor, das durch Zornklinge jede Runde stärker wird, während ich selber einfach kaum Schaden austeile, um das schnell aus dem Kampf zu nehmen, als ich wusste, das hier wird nicht einfach werden. Und in der Praxis gibt es hier zwei große Hauptprobleme und zwar haben wir zunächst mal sein Kukuna, was Giftstachel kann und was mich damit teilweise random vergiften kann. Wenn mir das passieren sollte, habe ich sofort verloren. Und er hat wie gesagt das Sichlor. Und diese Zornklinge ist so lächerlich stark, es ist unfassbar. Nach zwei der Runden fresse ich so viel Schaden, dass ich einfach einknicke. Und ich mache diesen Sichlor mit Tackle einfach nicht genug Schaden, um hier gewinnen zu können. Ich muss massiv weiterleveln, das war mir klar. Ich bin also erstmal hochgegangen auf Level 28 und wollte es dann nochmal probieren. Und das Gute war jetzt folgendes, Safcon und Kukuna haben nicht mehr so viele Hits tanken können, weil ich einfach mehr Schaden gemacht habe. Und deswegen war es nicht mehr so wahrscheinlich, hier vergiftet zu werden von dem Kukuna. Das ist schon mal prima. Und ich konnte jetzt auch durchaus so ein bisschen halt die Zornklinge etwas besser tanken. Dieser Kampf hier war trotzdem noch unfassbar knapp, also ich wäre fast noch gestorben, selbst auf Level 28, aber ich konnte dann einmal gewinnen. Immerhin, Freunde, es ist schaffbar auf keinem so unfassbar lächerlichen Level, weil das Grinding vor Kai ist grausam. Es ist wirklich angenehm, dass ich nicht noch mehr leveln musste. Das dachte ich zumindest, das Problem ist nur, jetzt kommt mal wieder mein Rivale und der hat leider mittlerweile ein Geist-Pokémon. Das bedeutet, ich muss hier kämpfen nur über Verzweifler, denn das Geist-Pokémon ist direkt sein erstes Pokémon. Das ist nie angenehm für ein Pokémon, das halt wirklich nur Normalattacken kann eigentlich. Und auf Level 28 war dieser Kampf hier in keinster Weise gewinnbar. Denn ich fresse einfach sehr viel Rückstoßschaden, wenn ich Verzweifler einsetzen sollte. Und ich kann mir das nicht leisten. Wenn ich hier antreten sollte, auf Level 28, dann wird es leider spätestens hier bei Zubat zu einem Unentschieden und es zählt nicht als Sieg für mich. Das bedeutet, ich muss sie hochgrinden bis auf Level 33. Und wirklich Leute, vor Kai auf Level 33 aufzuleveln, beispielsweise diesen Brunnen und so, das ist mega frustrierend, dauert eine ganze Weile, aber okay, ich habe es irgendwann hinter mich gebracht. Aber dreimal dürft ihr raten, wer jetzt kommt und das ist halt leider die gute Bianca. Und das ist die normale Arena-Leiterin, die wirklich ein sehr starkes Team hat, aufgrund ihres Miltanks. Das ist ja wirklich mittlerweile legendär und fast schon ein Meme geworden in der Pokémon-Community, weil es so stark ist aufgrund von Walzer. Aber hey, ich habe halt nur mein Raupi und ich muss es versuchen, was soll ich sagen? Und ich bin hier angetreten auf Level 34. Und dieser Kampf hier steht und fällt so ein bisschen mit den Aktionen vom Miltank. Wenn das Miltank sich entscheiden sollte, immer Walzer einzusetzen und damit missen sollte, dann kann man sicherlich gewinnen. Aber das ist extrem unwahrscheinlich, weil das Miltank kann auch leider Stampfer einsetzen. Und wenn es das tun sollte, dann sterbe ich. Und zwar safe. Das darf auf gar keinen Fall passieren zu oft, ansonsten sehe ich hier kein Land. Und ich hatte hier nicht mal so viel Glück, dass ich gewinnen konnte auf Level 34 gegen Miltank, weil es einfach Walzer so gut wie gar nicht gemisst hat, auch nach vielen, vielen Versuchen. Leider läuft das manchmal so. Und ich würde euch sehr, sehr gerne sagen, Freunde, dass es auf Level 40 irgendwie anders wäre, aber das ist es nicht, es wäre gelogen. Denn das Miltank kann mich nach wie vor absolut zerstören über eine Walzer-Chain. Aber hier, Leute, nach einigen weiteren Versuchen ist die Walzer-Chain halt einmal abgebrochen wegen einem Mist nach zwei Runden. Und dann konnte ich hier das Miltank besiegen über Tackle, der mittlerweile auch ein bisschen Schaden gemacht hat, der Angriff. Also, naja, wenn man komplett überlevelt ist, dann macht Tackle halt auch irgendwann mal Damage. Ich denke aber, dieser Kampf hier ist erst safe gewinnbar ab ungefähr Level 50. Und das ist schon sehr, sehr krank eigentlich, wenn man bedenkt hier, was für ein Level Miltank hat. Die nächste Arena ist aber auch nicht viel einfacher, weil das ist die von Jens und das ist eine Geisterarena, bei der ich mal wieder nur antreten kann über Verzweifler. Keine gute Grundbasis, würde ich sagen, für einen Kampf, aber was soll ich sagen, Freunde, wir müssen es probieren. Und ich bin hier angetreten, auf gerade einmal Level 42, aber ich habe das Beste versucht. Und es gab bei diesem Kampf hier drei Dinge, die so ein bisschen halt auf meiner Seite waren. Und das waren zunächst mal der hohe KP-Wert von Raupi, weil die KP-Anzahl war hier wirklich recht beachtlich mit 117, das kann sich schon sehen lassen. Und ich kann dir trotz Verzweifler noch ein bisschen was tanken tatsächlich, also beispielsweise so ein Nachtnebel von Alpollo, das passt schon.
Dann sind seine Pokémon halt physisch gesehen nicht allzu defensiv, das bedeutet Verzweifler macht schon massiven Schaden tatsächlich. Und seine Pokémon können halt missen. Denn so Attacken wie Hypnose treffen garantiert nicht immer. Und das hat diesen Kampf hier tatsächlich sogar möglich gemacht, auf gerade einmal Level 42. Was mich wirklich überrascht hat, aber ja Leute, Raupi hat hier ausnahmsweise mal ganz gut abgeschnitten. Und nach der Arena von Jens habe ich dann sogar so ein bisschen noch meinen Rivalen rausgefordert. Und was soll ich sagen, das war ein First Try. Der hatte nicht den Hauch einer Chance auf diesem Level. Was mich wirklich geflasht hat, das war das erste Mal, dass ich so ein bisschen halt das Gefühl hatte, dass Raupi diesen Run hier eventuell sogar halbwegs schaffen kann. Also wirklich. Es hat sich ausnahmsweise mal nicht ganz so schwach angefühlt. Aber glaubt mir Freunde, dieses Feeling ist nicht lange geblieben. Denn die nächste Arena ist die Kampfarena und die ist gar nicht mal so einfach. Denn der gute Hartwig hat hier zwar nur zwei Pokémon, und zwar ein Rasaf und ein Quappo, aber die können sich wirklich sehen lassen. Schaut euch einfach mal diesen Kampf hier an. Ich bin hier angetreten auf Level 46 und das garantiert nicht nur einmal. Ich habe diesen Kampf hier wirklich sehr, sehr oft probiert, aber ich hatte einfach nur sehr wenig Erfolg damit. Weil das Quappo wirklich abfuckt. Es ist so nervig. Es hat halt einfach Hypnose und das trifft ab und zu. Wenn ich hier schlafen sollte, bin ich ganz, ganz schnell tot. Und was es auch hat, ist halt einfach die Möglichkeit, mich zu verwirren. Es macht das Ganze in keinster Weise besser. Und es kann sogar noch teilweise vor seinem Angriff zielen, um der nächste Runde safe zu treffen. Also auf reines, komplettes Miss-RNG hier zu hoffen, ist auch nicht allzu verlässlich. Also ich musste hier mal wieder ein bisschen leveln, auch wenn Rasaf tatsächlich gar keine so krasse Gefahr war. Um hier letztendlich gewinnen zu können, musste ich aufleveln bis auf Level 50 und ich musste hier antreten mit der Attacke Verzweifler, weil die einfach mehr Schaden macht. Alles andere hätte hier nicht funktioniert. Und das Ganze hier war nach wie vor auf gar keinen Fall ein First Try, weil das Quappo einfach nach wie vor unfassbar nervig ist. Und so eine Hypnose beispielsweise ist nach wie vor sehr, sehr belastend. Aber okay, wenn es nicht zu sehr halt auf solche Attacken gehen sollte, dann kann man hier siegen auf Level 50, auch wenn es nicht ganz so einfach ist. Und Verzweifler macht sogar hier halbwegs nennenswerten Schaden. Und die nächste Arena ist die von Jasmin. Und es ist eine Stahltrainerin, die Resistenz hat gegen Normalattacken, das bedeutet, ich muss hier antreten mit Verzweifler, ich habe gar keine Wahl und ihr Team ist leider sehr, sehr bitter aufgestellt. Denn Jasmin hat drei Pokémon, und zwar zweimal ein Magnetilo und leider auch ein Stalos. Und dieses Stalos ist physisch einfach fast nicht tot zu bekommen. Die physische Verteidigung von Stalos ist hier so unfassbar, dass ich einfach massiv aufleveln muss, alles andere ergibt gar keinen Sinn. Denn Eisenschweif beispielsweise macht mir auch selber unfassbar viel Schaden. Und sie kann sogar ihr Stalos einfach so wieder hochheilen, wenn sie möchte. Dieses Matchup hier ist absolut grausam in jeder erdenklichen Hinsicht. Ich habe mich also entschieden, massiv zu leveln und ich bin hier hochgegangen bis auf Level 70. Und das hört sich zunächst mal unfassbar krass an, aber Freunde, ich kann ihn nach wie vor in keinster Weise gewinnen. Ich meine das vollkommen ernst. Und auch wenn ich ihr Stalos hier fast besiegt hätte, sie hätte es einfach wieder voll geheilt. Es hätte mir nichts gebracht, also das Ganze hier sieht sehr knapp aus, aber das war es nicht. Und danach hat sie ja sogar noch quasi ein weiteres Magnetilo, was mich auch wieder KP gekostet hätte, wegen Verzweifler. Also dieser Kampf hier war deutlich weniger knapp, als es hier aussieht. Und an dem Punkt war mir klar, okay, ich muss zunächst mal Norbert machen. Und das ist halt die Eisarena und die ist jetzt logischerweise nicht mehr so knifflig, wenn ich halt mittlerweile Level 72 bin. Das ist schon sehr, sehr krass gelevelt für halt die Eisarena, die ja für gewöhnlich auch in den meisten Challenge-Runs keine so große Bedrohung ist, aber okay, ich zeige euch mal, wie dieser Kampf abgelaufen ist. Und wir können hier tatsächlich wirklich von einer sehr krassen Zerstörung reden. Der gute Norbert hat keine Chance mehr, in keinster Weise. Der macht mir einfach gar keinen Schaden. Seht euch das hier an. Der hat einen Jurob, einen Yugong und einen Keifel und die sind alle unfassbar grausam gelevelt, also im Vergleich zu Raupi sind die jetzt gar nichts mehr. Um jetzt aber wirklich mal gegen Jasmin gewinnen zu können, musste ich aufleveln, bis auf Level 80. Ich meine das wirklich vollkommen ernst. Ihr Stalos ist gerade mal Level 35. Und ich musste hier einfach mal insgesamt 45 Level überleveln, um das loszuwerden. Klar, die kann das einmal voll heilen, aber es ist trotzdem unfassbar. Also ganz ehrlich, Jasmin war absolut grausam. Und das Grinding nur für diesen Kampf hier hat unzählige Stunden gedauert. Ich denke mal, das ist jedem klar. Aber hey, Freunde, dieser Sieg hier war auch unfassbar satisfying. Aber ich wäre fast noch gestorben beim Rückstoßschaden, gegen halt einfach das letzte Magnetilo. Dieser Kampf hier war nach wie vor, selbst auf Level 80, unfassbar knapp.
Doch ich habe jetzt eine gute Nachricht, und zwar war das nächste Rivalen-Battle jetzt logischerweise absolut geschenkt. Was soll er jetzt noch tun? Ich bin so lächerlich überlevelt, dass ich einfach gefühlt all seine Pokémon instant one-shotte. Also wirklich, der hat zwar ein Geist-Pokémon und ich muss sie antreten über Verzweifler, aber dadurch mache ich ja nur umso mehr Schaden. Also dieser Kampf hier ist nicht mal einblendungswürdig, der war einfach nur geschenkt. Die große Frage ist jetzt nur, wie schwierig wird die 8. Arena? Weil das ist die Drachenarena und ich bin ja mittlerweile massiv überlevelt. Die gute Sandra hat allerdings dreimal Dragonier und einen Seedraking und das Team kann sich wirklich sehen lassen. Und es gibt hier leider ein massives Problem, und zwar kann ich ihre Dragonis hier nicht one-shotten. Es geht nicht. Nicht mal über Verzweifler. Ich hab's ausgetestet. Das ist einfach bitter. Das bedeutet, die können mich paralysieren ohne Probleme und werden das für gewöhnlich immer schaffen. Und ich brauche wirklich Ewigkeiten, um die down zu bekommen und fresse bis dahin eine Menge Schaden. Und dass ich dann noch gegen Seedraking gewinnen kann, ist einfach nur utopisch. Das wird nichts. Also, ich wusste, ich muss mal wieder leveln. Und ich bin ja schon krass überlevelt. Also das weitere Grinding hat jetzt mal wieder eine ganze Weile gedauert. Und auch wenn es sich lächerlich anhört, ich habe hier aufgelevelt bis auf Level 100. Weil ganz ehrlich, Freunde, wieso denn nicht? Hiernach kommt einfach nur die Pokémon-Liga. Und da muss ich es sowieso tun. Das bedeutet, ich habe es einfach jetzt gemacht und habe mir deswegen diese Dragoniers deutlich vereinfacht. Weil die konnte ich jetzt einfach so über Verzweifler so ein bisschen one-shotten. Und dann hätte ich genug HP, um halt gegen Seedraking ansatzweise klarzukommen. Dieser Kampf hier ist tatsächlich sehr, sehr schwierig auf einem kleineren Level, aber auf Level 100 ist er machbar. Und ich würde sagen, das ist auch gut so, weil noch weiter leveln ist leider unmöglich für den gesamten restlichen Run. Und ich bin ja noch nicht mal bei der Liga. Denn vor der Liga kommt jetzt noch der Rivale erneut und möchte nochmal kämpfen. Das ist gar nicht mal so toll, weil ich mir mittlerweile nicht mehr ansatzweise so überlegen wie das letzte Mal. Aber okay, ich musste es probieren. Bei Weiterleveln war ja nicht mehr möglich. Und ich musste hier sogar antreten, mal wieder, mit Verzweifler, weil er halt einen Geist hat. Das ist schon bitter. Ich hätte zwar in den Kampf starten können, mit noch so ein paar AP von Tackle, aber da mache ich auch logischerweise deutlich weniger Schaden und es rächt sich wieder auf diese andere Art und Weise. Das ist halt einfach belastend, aber ganz ehrlich, Freunde, ich muss hier mit Verzweifler kämpfen, wenn ich was reißen möchte. Und dieser Kampf hier ist auf jeden Fall schaffbar, er ist aber in keiner Weise geschenkt. Weil Tenopto beispielsweise ist eine große Gefahr. Ich denke, das muss ich keinem erzählen. Und ich wurde hier auch leider vom Magneton mal wieder paralysiert. Ich kann auf jeden Fall von Glück reden, dass mich hier das Kadabra so ein bisschen verschont hat, weil ansonsten wäre ich hier, glaube ich, wirklich noch gestorben, selbst nach einigen Versuchen auf Level 100. Doch jetzt haben wir die Pokémon-Liga erreicht und ich war sehr gespannt, wie es laufen wird. Also wirklich extrem gespannt. Ich habe aber vorher noch das Item Kingstein mitgenommen. Und damit kann ich teilweise meine Gegner flinchen lassen zu einer Chance von 10%, wenn ich das tragen sollte. Und es war noch ein kleines Upgrade für Raupi für halt Notfälle. Der erste Kampf gegen die Top 4 ist der gute Willi und er hat ein Psycho-Team. Und ich habe hier Folgendes getan. Ich habe hier gestartet mit 5 AP auf Tackle. Und ich habe auch tatsächlich mittlerweile Fadenschuss komplett verlernt. Und diese 5 AP auf Tackle reichen dafür, die beiden Xatus zu töten und das Rosana, das physisch halt überhaupt gar nichts aushält. Das wisst ihr mittlerweile, das haben wir schon einige Male festgestellt in meinen Pokémon-Runs. Und seine restlichen Pokémon sind halt Lamus und Kokowai. Und die machen gar nicht mal so viel. Ich meine, das Lamus nimmt gerne mal Fluch und greift kaum richtig an. Und das Kokowai habe ich sogar wegritten können. Dieser Kampf hier war auf jeden Fall gut gewinnbar. Aber ich hatte auch so ein bisschen Glück, ne? Weil die Verwirrung beispielsweise von Xatu hat mich kaum gejuckt. Das hätte auch anders laufen können. Danach kam Koga. Und ich hatte hier eine Sache auf meiner Seite. Und zwar setzen seine Pokémon teilweise einfach keine Schadensattacken ein. Sein Ariados und sein X-Bart haben beide die Attacke Doppelteam. Wenn ich sie trotzdem treffen sollte, kann mir das vollkommen egal sein. Sein Forstelka hat Stachler und wird das immer einsetzen. Diese Attacke kann mir ebenfalls vollkommen Wayne sein, das ist ganz egal. Und seine anderen Pokémon, also Omod und Slymog, haben mir einfach mal den Kingstein ins Gesicht bekommen und haben geflincht. Dieser Kampf hier war ein bisschen lucky, aber ganz ehrlich, Freunde, so viel Glück hätte ich hier gar nicht gebraucht. Bei Bruno geht jetzt allerdings der Albtraum so richtig los, und zwar gibt es hier ein riesiges Problem. Sein Onix kann Sandsturm. Und wenn es Sandsturm einsetzen sollte, presse ich jede Runde massiven Schaden daran und kann das nicht stoppen. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Und was er halt auch hat, sind Gesteinsattacken. Sowohl auf Onix als auch halt auf Machomai. Und wenn mich die treffen sollten, sind die auch richtig, richtig böse. Der Feuerschlag von Nocturne kann mir vollkommen egal sein, weil ganz ehrlich, der hat keinen Step und der ist halt speziell. Das ist nicht so schlimm von Nocturne. Aber diese Gesteinsattacken,
dürfen mich halt nicht so oft treffen. Und deswegen braucht man hier wirklich unfassbares RNG. Man muss es schaffen, dass Onyx beispielsweise flincht halt wegen Kingstein oder einfach Sandsturm nicht einsetzt. Und man muss es dann schaffen, das Macho mal rauszunehmen, ohne daran zugrunde zu gehen. Das Problem ist nur, das kann sich einfach so voll heilen. Das macht das Ganze nicht einfacher. Ich habe diesen Kampf hier wirklich sehr, sehr oft neu starten müssen. Und das war bisher mit Abstand der schwierigste Kampf im gesamten Run. Und wer hätte es gedacht, die gute Melanie ist nicht unbedingt einfacher, weil es gibt hier einfach massive Probleme mit dem Nachtara und dem Hundemon. Das Nachtara kann einfach Sand wirbeln. Und wenn ich teilweise nicht mehr treffen sollte, ist das furchtbar. Es ist so nervig, es ist unglaublich. Aber das Hundemon ist noch schlimmer, weil das hat Feuerattacken. Wenn ich davon getroffen werden sollte, kann ich instant resetten. Dann habe ich keine Chance mehr. Das darf nicht passieren. Ich muss also entweder dieses Pokémon komplett wegritten oder ich muss es flinchen lassen über Kingstein. Es geht nicht anders. Die restlichen drei Pokémon, also Giflor, Gengar und Kamurks, sind gar nicht mal so schlimm, aber die ersten beiden sind dafür umso schlimmer. Ich habe diesen Kampf hier zigmal neu starten müssen und da wurde ich sogar noch paralysiert hier vom verdammten Giflor und habe mein Leben so ein bisschen an mir vorbeiziehen sehen, aber Gott sei Dank sind die anderen Pokémon halt durchaus besiegbar. Aber gegen Gengar hatte ich auch ein bisschen Luck. Eine Sache könnt ihr mir aber wirklich glauben, und zwar, dass der Kampf gegen Siegfried der absolute Albtraum wird. Er hat ein Drachenteam, das krass gelevelt ist und er hat unter anderem einfach drei verdammte Dragorans. Das sieht in keinster Weise gut aus und ihr wisst ja, dass bereits Sandra ein Problem war, das ich nur lösen konnte auf Level 100. Der Kampf gegen Siegfried war wirklich einer der schwersten Kämpfe, die ich jemals gemacht habe in einem Videospiel. Es ist unglaublich. Er hat einen Garados, ein Aerodactyl, ein Glurak und wie gesagt halt dreimal Dragoran. Und er hat so viele Attacken, die mich hier einfach mal sehr effektiv treffen können, es ist absurd. Aerodactyl hat logischerweise seine Gesteinsattacken, Glurak hat Feuerangriffe, die mich absolut zerstören mit Step und einige der Dragorans sind halt auch sehr gefährlich. Eins hat beispielsweise so einen Feuersturm. Der hat zwar keinen Step, aber ganz ehrlich, ich habe halt nur einen Raupi, das tut verdammt weh. Sowas darf auf gar keinen Fall treffen. Und ich musste ja sein gesamtes Team besiegen, nur über Verzweifler, während ich permanent Rückstoßschaden bekomme. Ich kann dagegen nichts unternehmen. Klar, ich könnte antreten, nur mit Tackle. Aber dann mache ich gar keinen Schaden mehr und kann nicht gewinnen. Das kann nichts werden. Dieser Kampf hier ist wirklich furchtbar. Klar, seine Angriffe können teilweise einfach missen. Das kann passieren. Ich habe den Kingstein und ich könnte kritten. Alles drei Dinge, die prima sind. Aber dass das alles quasi zusammenkommt in einem Run, bei dem er dann gewinnen kann, die Chance ist gleich null. Ich habe diesen Kampf hier über Tage, wirklich über Tage, immer und immer wieder probiert. Und ich habe schon bei Bruno und bei Melanie wirklich Ewigkeiten gesessen, aber ich konnte dann irgendwann einmal siegen. Und ich hätte es vor diesem Run nicht für möglich gehalten, dass Raupi die Liga überhaupt erreichen kann. Aber damit haben wir bewiesen, Freunde, es ist möglich, nur mit einem Raupi die gesamte Johto-Liga zu erreichen und auch durchzuspielen. Und das ist unfassbar. Aber hey, es war auch nicht gerade einfach. Also ich habe an diesem Run hier eine Ewigkeit gesessen. Das Ding ist nur, ich wollte jetzt auch wissen, wie weit ich kommen kann in Kanto. Da sich Trainer Rot logischerweise niemals besiegen kann, nicht mal ansatzweise, auch nicht mit Berserker gehen, das war mir klar. Aber ich wollte wissen, wie schwer Kanto ist und wo ich scheitere, beziehungsweise ob ich Blau Eich erreichen kann. Und was ich jetzt sage, Leute, wird einige Zuschauer so ein bisschen schockieren, aber ja, Freunde, die Kanto-Areneleiter waren mal wieder absolut gar kein Problem. Ich hab nur einen Raupi. Wie schlecht bitte soll mein Team noch sein, damit die wirklich mal eine Herausforderung sind? Ich hatte bisher noch keinen einzigen Challenge-Run, wo die auch nur ansatzweise ein Problem waren. Bis auf Blau Eich, ne? Der ist was vollkommen anderes, aber die anderen 7 Areneleiter können wirklich gar nichts. Und selbst Pyro und Rocco, die mich persönlich sehr effektiv angreifen können und mein Tackle beispielsweise resistieren, haben keine Chance. Aber das hängt auch so ein bisschen halt mit den Überresten zusammen, die ich halt vor denen schon sammeln kann. Aber wie auch immer, es war halt kein Problem. Aber ich habe mir dann so ein bisschen halt das Berserker-Gen geholt, um gegen Blau Eich anzutreten. Und ich könnte über diesen ganzen Kampf hier mal wieder gefühlt ein ganzes Buch schreiben. So komplex ist das, aber lasst mich einfach erzählen. Dieser Kampf hier ist nicht für einen Menschen gewinnbar. Das passiert einfach nicht, weil die Wahrscheinlichkeit viel zu gering ist. Man muss hier Folgendes tun. Man kann diesen Kampf hier nur gewinnen, indem man einfach mit Berserker-Gen spielt, das ist ganz klar. Und man muss dann einfach immer und immer wieder treffen, ohne auch nur einmal sich selbst zu verletzen
an der Verwirrung. Dann ist es sofort ein Reset. Das bedeutet, man braucht für diesen ganzen Kampf hier mindestens 7 Hits, um zu siegen. Also 7-mal einen Coinflip, den man gewinnt. Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Aber dann braucht man auch noch quasi, on top, einen Crit gegen all seine Pokémon, außer gegen Simsala. Und es darf nicht passieren, dass das Rizeros, naja, angreift bzw. Sandsturm setupt. Das wäre das Worst-Case-Szenario, weil dann ist es wirklich sofort ein Instant-Reset. Und die Chance, dass all das passiert, ist so gering, ich habe es ausgerechnet, dass beim Google-Taschenrechner einfach nicht mehr das Ganze als richtige Kommazahl angegeben wird. Genau genommen sieht das dann so aus. Ihr werdet hier nicht gewinnen. Das geht nicht. Man könnte hier wahrscheinlich über Monate oder vielleicht sogar Jahre spielen und immer wieder Tries versuchen, aber es würde nichts werden. Ein Mensch kann diesen Kampf hier nicht gewinnen, es sei denn, er hat gefühlt einen Lottogewinn. Also, das ist sehr, sehr unrealistisch. Aber hey, es ist zumindest mathematisch gewinnbar. Das konnte ich nachweisen, rein rechnerisch, aber ihr seht hier meine besten Versuche und die sind kläglich gescheitert. Aber ich würde sagen, Freunde, ich kann trotzdem mehr als nur zufrieden sein, oder? Ich hätte niemals erwartet, dass wir so viel erreichen mit einem Raupi. Ich habe 15 Orden gesammelt und die Liga gewonnen und ich konnte sogar nachweisen, dass Blau Eichhalt besiegbar ist, rein mathematisch. Ich denke, das ist schon ein Sieg für sich. Wie auch immer. Ihr wisst Bescheid, Freunde, ich bin sehr dankbar für die 30.000 Abos, also nochmal riesiges Dankeschön dafür. Und mein nächstes Special, Freunde, kommt mal wieder. Bei 35.000 Abos, das bedeutet, naja, ich bin gespannt, was das werden wird, aber lasst dich überraschen. Ich werde mir auch da mal wieder was Krasses ausdenken. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, ich habe nach wie vor sehr viele Leute, die diesen Kanal jetzt zwar schauen, aber leider noch nicht Abonnenten des Kanals sind. Von daher, es würde mich sehr freuen, wenn das noch weniger werden würden. Und ansonsten würde ich sagen, geht auch bitte an meinen Twitch-Kanal, wo ich mittlerweile regelmäßig live streame. Und da würde ich sagen, sehen wir uns bald mal wieder mit der nächsten Pokémon-Challenge. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.